Ja, und vom Vogtland nun in die Sächsische Schweiz, wer heute zur Festung Königstein hinaufstieg, der war gut beraten, einen Gehörschutz mit dabei zu haben. Hier trafen sich nämlich Hobbykanoniere aus ganz Deutschland. Und Kanoniere wären keine Kanoniere, wenn sie es nicht ordentlich knallen lassen würden. Die Salven war weit über das Elbtal hinaus zu hören. Und so entstand bei den Besuchern ganz plastisch der Eindruck einer längst vergangenen Zeit. Na, Schuss, Feuer! Die Lunte anzünden und es ordentlich krachen lassen. Den Traum erfüllen sich diese Männer beim inzwischen fünften Kanonendonner über dem Elbtal auf der Festung Königstein. Ich bin der Oberkanonier, sozusagen der Hauptmann von Königstein für ein Wochenende. Und ich habe Regimenter aus ganz Deutschland eingeladen, rund 30 Regimenter mit ihren Vorderladerkanonen, historische Nachbauten. Und wir wollen einfach Geschichte erlebbar machen. Wir machen keine Kriegsverherrlichung, wir schießen nicht mit Kugeln, sondern Böllerschießen. 300 Hobbykanoniere an 30 Kanonen. Alles detailgetreue Nachbauten aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Mit Schmackes wird hier der Besucher auf Zeitreise geschickt. Es geht dann schon durch und durch. Es vibriert alles. Und wenn man sich das vorstellt, dass das damals auch ernst war, ist das schon ein ungutes Gefühl. Bei der zweiten Runde hatte ich schon Angst, aber es war eigentlich richtig cool. Sehr beeindruckende Atmosphäre. Festung, Kanonen, als wäre man in einer anderen Zeit. Aus einer anderen Zeit kommt auch diese illustre Runde. August der Starke mit dem Schwedenkönig Karl XII. Dieser hat August im wahren Leben militärisch ordentlich eingeheizt. Hier haut der Sachse vor dem Schweden auf den Putz. Der Darsteller ist übrigens extra aus Schweden gekommen. Dann habe ich ihm natürlich die ganzen Schätze unserer Kurfürsten, die Sammlung gezeigt und er war unheimlich beeindruckt. Er ist gestern Abend hier hoch auf die Festung und ist so, wie wir da waren, ist ja ins Bett gegangen und musste erst mal 2-3 Stunden schlafen. Er war fix und fertig. Zwischen Militärmusik, Feldlager und Schwarzpulver. Die Festung Königstein bot heute einen farbenfrohen und lautstarken Einblick in die Militärgeschichte. Aus den amerikanischen Bürgerkrieg und Unabhängigkeit vollständig eingetreten. So. Dankeschön. Wieder eintreten. Einen wunderschönen guten Tag. Liebe Kameradinnen und Kameraden, ich bitte euch alle mal den Schako abzunehmen und die Kopfbedeckung. Unsere Dresdner Pipes and Drums spielen jetzt auf für alle Kameraden, die leider nicht mehr unter uns sind. Unter anderem der Brigadegeneral Phil Leitz. Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde der Festung Königstein. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich hier auf der Festung Königstein zu unserem heutigen militärhistorischen Spektakel, das wir Kanonendonner über dem Elbtal nennen.
Wo seid ihr Nächte am Feuer? Wo seid ihr Männer vom Moor? Der Zeiten gedenke ich heuer, wo ich die Gitarre hervor und es tönen die alten Lieder von der Kneipe dort hinten am Moor. Über schwarze Wälder steigt wieder roter Mond aus dem Nebel empor. Ja, feiert das Fest, Kameraden, kurz ist das Leben auf dieser Erde. Feiert das Fest, Kameraden. Feiert das Fest, Kameraden. Kurz ist das Leben auf dieser Erde. Feiert das Fest, Kameraden. Wo seid ihr Nächte geblieben, die wir hier durchzecht und durchlacht? Wir hätten so weiter getrieben, doch der Orlog, er kam über Nacht. Und es riefen uns die Kanonen, der Himmel stand wieder in Brand. Im Bunker dort Schiffen wir wohnen, und so fern ist das Heimatland. Ja, feiert das Fest, Kameraden, kurz ist das Leben auf dieser Erde. Feiert das Fest, Kameraden. Feiert das Fest, Kameraden, kurz ist das Leben auf dieser Erde.